die Situation, die da in Tobias war, die war unfair vom Gegenspieler. Und Gott sei Dank sind ja nicht alle so wie der. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich nur gemerkt, dass ich einen Schlag ins Gesicht gekriegt habe im Ellbogen. Und das Erste, woran ich mich wieder erinnern kann, ist eigentlich, wie die Leute um mich herum standen. Also ich denke, dass es eng wird, dass ich am Samstag spiele, weil ich habe Probleme mit dem Auge aufgrund des Schlages. Wir waren heute beim Arzt, haben eine Untersuchung mit den Strömen im Kopf gemacht, das ist in Ordnung. Ich habe auch keine Kopfschmerzen oder sowas mehr, aber es ist halt so, dass ich auf dem linken Auge noch nicht vernünftig gucken kann. Und wir müssen gucken, wie sich das entwickelt und ob es dann für Samstag reicht.